Jo, letzte Folge war ja eine ziemlich geniale Folge mit diesem Comic, in dem Barbara die Hauptrolle gespielt hat. Und oh, ich kann's eigentlich gar nicht. Ich freue mich schon total. Also ich kann es nicht in Worte fassen. Ich freue mich schon total auf, was uns sonst noch erwartet. Das Spiel bisher ist einfach großartig. Ich bin richtig begeistert. So, ich glaube, wir müssen da wieder retour. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Ach ja, da gab es ja die eine Szene, dass ein Schlüssel in der Musikbox versteckt ist. Den werden wir uns jetzt natürlich krallen. So. Ich habe mich übrigens geirrt in der ersten Folge. Ich dachte, das wären irgendwie so Düngekügelchen oder so. Das ist einfach nur Styropor für die Verpackungen. Da sieht man es ganz schön. Jo, ich werde mal ganz kurz einen Cut setzen. Ich glaube, die Aufnahme, die Sonne scheint nicht mehr. Es dürfte Nacht werden. Und damit es nicht so dunkel ist, stellen wir mal ganz kurz vielleicht das Gamma etwas höher. Ich weiß es nicht. Helligkeit. Ich stelle es mal 2 Stufen höher. Ich hoffe, das passt dann in der Aufnahme. Gut. Wo war die Spieluhr? Da war die Spieluhr, neben dem Foto von Barbara. So ganz aufziehen. Oh, ich mag die Melodie. Na gut. Oh, jetzt wollte ich schon in den Keller gehen, aber wenn die Melodie nochmal spielt. Na gut, aber jetzt. Ab in den Keller. Indirekt waren wir ja da schon im Comic. Oh, mit eigenem Billardtisch. Aber den kennen wir ja eigentlich indirekt auch schon. Kann man da eigentlich spielen? Oh, schade. Oh, ich wollte Billard spielen. Mom said the basement was off limits. Unless I wanted another tetanus shot. Oh ja, Tetanusimpfung. Der Prototyp von der Drachenrutsche. Das ist ja das Teil, das da draußen im Tümpel liegt. See kann man ja nicht sagen. Sven. Die norwegische Fahne. Jo, na gut. Aufpassen, dass I wir. saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. Aufpassen, dass wir uns nicht verletzen, wegen Tetanus und so. I thought maybe she was hiding presents. Okay, welche Pakete waren das? It turned out she was hiding a lot more than that. Okay, ich sehe fast nichts. Okay, jetzt wird's besser. Das Licht funktioniert hier. I remember asking Mom once about where Walter had gone.
She said after Barbara died, he got as far away as he could. Oh, ich bin gespannt, was da jetzt noch alles auf uns wartet. Oh, die hatten einen richtigen Bunker. Alvin-Cerealien. Was haben wir da? Erbsensuppe. If there's a pattern in all these stories. Genug Trinkwasser, also das ist ein richtiger Überlebensbunker. I think it's that none of us has gotten very far. Keiner von uns kam weit. Oh, ich bin echt schon gespannt, was mit dieser Familie passiert ist und warum die das alles schlagartig stehen lassen haben. Ich meine, dieses Haus sieht doch aus, als wäre gestern noch jemand drin gewesen. Modellbahn-Eisenbahn. Walter. Mit Heimtrainer. So, was wollen wir zuerst machen? Das Buch? Wir lesen mal das Buch hier. Oder die Notiz, besser gesagt. Goodbye, everyone. I can't. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive the evening. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. If you wait long enough, you get used to anything. Okay, ich kann die Dose öffnen, indem ich, also das muss ich jetzt selber steuern. Even a monster on the other side of a door starts to feel normal. Almost friendly. 1976, davor stand 19... stand da was anderes? Ich weiß es jetzt nicht. And then one day, everything just... 2005. Stop. Okay, es schickt nicht mehr, das heißt diese Kriegssituation 1968 in Amerika. It was gone. Maybe you got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave, while I still can. Wieso war der im Bunker? Ich meine, wir sind doch, soweit ich mitbekommen habe, in Amerika. Und der war ja jetzt von 1976 bis 2005 da im Bunker und hat halt seine tägliche Routine, wir können hier nicht durch, okay, seine tägliche Routine halt durchgeführt und... Ich muss jetzt gehen, solange ich noch kann. What? I know it's out there, somewhere. Whatever killed Barbara. Was immer Barbara getötet hat. And Molly. Und Molly. And Calvin. Okay.
Okay, ich kann da nicht näher ranzoomen. Näher ran. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day. Even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know, I'm ready for it. Okay. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Walter died when I was six. I can't believe my mom never told me he was down here. Okay. Also dieser Walter hat von 1952 bis 2005 sein Leben hier in diesem Bunker verbracht. Ich kann es nicht zuordnen, wieso, denn es direkt in Amerika gab es ja keinen Krieg. Oder? Nee, gab es nicht. Der Zweite Weltkrieg fand ja hauptsächlich in Europa und auch Nordafrika und Japan statt. Ich bin etwas verwirrt, weil dieser Bunker ja regelmäßig gebebt hat. Das finde ich nett. Zumindest ein bisschen Aussicht. Puh. Dann folgen wir mal Walters Spuren. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. But if she never told me about an uncle under the house, Onkel unter dem Haus. I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Naja, ich bin gespannt. Trying to bury something that's still alive. Now that there's only one of us left, or maybe two, I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse. We made it real. Jo. Und mit dem Ausblick verabschiede ich mich für die Folge. Danke fürs Zusehen. Ich bin draußen. Ich wünsche euch was. Ciao, Baba.